in Magdeburg. In der Karl-Marx-Straße, Leiterstraße, kam es zur Zusammenrottung von 150 Personen. Knüppeleinsatz. So krass sagt man das nicht. Wann war denn das? Zwischen 22 und 23 Uhr gewesen. Zu spät? Ja. Kann doch nicht wahr sein. Da geht man nicht normalerweise ins Bett, der Mensch. Tja, das junge Volk hat keine Ruhe, die sind aufgepulvert. Und was denn? Die sollen erst mal arbeiten gehen, die Jungs. Ja, morgen ist Sonntag, da können sie ausschlafen. Naja. Ja, nochmal HVA, Einsatzstab vom Alex, da wohnen dort so ungefähr 500 bis 1000 Personen. Mit Singen und Schreien bewegen die sich in Richtung Palastrepublik, ja? Ja? Ist klar. Ja? Ich danke. Gibt es da schon weitere Erkenntnisse? Nee, noch gar nicht, aber. Wir erleben jetzt eine neue Phase des Klassenkampfes. Wenn wir jetzt nicht hart zugreifen, gerät uns die ganze Lage außer Kontrolle. Genosse Minister, die meisten waren ja nur betrunkene Halbstarke und Krawalllustige. Die werden sich schon wieder einkriegen. Ja, willst du dem Minister widersprechen oder was? Diese Banditen, die waren nur ein paar hundert Meter vom Palast der Republik entfernt. Was wäre, wenn sie an die Grenze gelangt wären? Ihr Dilettanten hier! Zugrifflisten müssen sofort aktualisiert werden. Verhaftungspläne, Lagerordnung und Lagerbewachung. Ab sofort müssen alle Einheiten dienstbereit sein und ständig ihre Waffen tragen. Carlson, die ZAIG soll die Weisungen an die Dienststellen weitergeben. Gelassen! Der Tag X ist angebrochen. So ist die Sache. Genosse Minister, bei allem Respekt. Da wären ja landesweit fast 14.000 staatsgefährdende Elemente zu verhaften. Wie sollen wir das geheim halten? Wenn das bekannt wird, wir gießen doch Öl ins Feuer. Na und? Wir haben doch schon ganz andere Sachen geschafft. Denk doch nur mal an den antifaschistischen Schutzwall. Diese Sache, die haben wir auch an einem Tag durchgezogen. Und? Steht heute noch. Wie eine Eins. So ist die Sache. Glaubt niemand, nach dem Westen zu gehen, ohne mich zu fragen. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder machen kann, was er will? Ich bin der Minister und ich entscheide. 48 Stunden hätten mir völlig gereicht. Wie bitte? In 48 Stunden hätten wir diese ganze Opposition erledigt. Zack und weg und weg und zack. Regierungslage und so weiter und so weiter. Fehlte nur noch die Unterschrift sozusagen vom Generalsekretär. Sie meinen Herrn Honecker? Hör mir auf mit diesem Namen! Kann ich nicht hören, diesen Dachdecker, der... Carlson, komm mir mit der Apparatur nicht klar. Kannst du mir mal eine Verbindung mit dem Generalsekretär machen? Der Generalsekretär ist heute nicht an seinem Platz, Genosse Minister. Und morgen auch nicht. Er ist für 2 Tage nach Drewitz gefahren. Was denn? Jetzt geht er auf Jagd? Ja, da scheint ein Hirsch aufgetaucht zu sein. Den wollte er schon letzten Sommer erlegen. Na, hast du ihm meine Berichte nicht gegeben? Selbstverständlich, Genosse Minister. Und? Was hat er dementsprechend gesagt? Dass er Zeit hat, er gesagt. Und dass er jetzt nach Drewitz fährt zur Jagd. Also geht das nicht weiter. Im ganzen Land Krise, Krise, Krise. Und der Genosse Generalsekretär versteckt sich im Wald.